on a track for a little green back. Got to find just a kind or a loser. Das Video habe ich mich eigentlich schon recht lang gefreut, weil es geht um einen guten Freund von mir, der Bruno Streich. Ich habe vor längerer Zeit ein Porträt über ihn angefangen zu filmen, weil er auch so ein vielseitiger Mensch ist. Er ist er hat eine Webdesign-Agentur, eine Grafikagentur, er macht aber auch Skulpturen. Neu hat er Taschen angefangen zu machen, die ich nachher noch mehr erzähle. Und ich finde ihn mega spannend. Und weil er so Skulpturen macht, habe ich gefunden, es wäre cool, mal so ein Video zu machen, um ihn auf dem Weg zu begleiten. Also wie entsteht die Skulptur, was ist das Konzept dahinter, wie entwickelt er das Ganze und so all die Schritte, die dann passieren. Darum habe ich ein Video gemacht über das. Das seht ihr im Anschluss an diesen Film. Und was ich jetzt noch zusätzlich möchte erzählen möchte, Bruno Streich macht neu jetzt auch Taschen. Das sind so verschiedenste Typen. Es gibt gerade 4 am Anfang. Das sind jetzt noch Prototypen. Das sind so Ur-Ur-Versionen. Das ist noch nicht ganz endgültig. Aber die Geschichte von denen ist wirklich recht cool, weil er nimmt altes Material, zum Beispiel so Militärzeltstoff oder Riemen von Gewehr und Nieten und all diese Sachen. Und er macht die sehr robusten Taschen damit, die extrem schön gemacht sind. Ich bin sehr Fan von dem Ding da, wo gross ist und viel Platz hat, wo man dann auch so ein bisschen verschnüren kann. Und mit so einem schönen Aufdruck drauf. Und ich finde es mega cool. Also das wird das Jahr von ihm kommen. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich die Prototypen hier schon zeigen darf, was cool ist. Ja, ich werde sicher im Blog wieder darüber berichten, sobald die Taschen verfügbar sind und man die kann kaufen. Aber jetzt viel Spass mit dem Video von Bruno Streich und seinem Satellit S21.